Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Code Veronica. Und ja, genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier und hatten das Bilderrätsel gelöst, tatsächlich beim ersten Versuch, da bin ich sehr stolz drauf. Und wir waren jetzt hier in den Privatgemächern von Alfred und Alexia weiter unterwegs. Und wir haben hier diese komische Libelle bekommen. Was auch immer man damit jetzt machen muss. Auf jeden Fall können wir jetzt hier diese Leiter hochgehen. Shit. Das Loch in der Decke ist zugemauert. Hier ist auch noch eine Leiter, ne? Aha. Es scheint aber so, als ob wir dieses Karussell einmal drehen müssen, aber das Gemälde einer Ameise im Mund. Am Mund ist ein Loch. Ach, jetzt doch! Okay. Wir müssen jetzt doch die Labelle hier benutzen. Okay. Die Libelle. Wieder diese schöne Musik. Der Soundtrack ist echt cool, muss ich sagen. Ah, jetzt können wir auch da hoch. Seht ihr? Jetzt können wir auch da hoch. Ha. Das ist alles mit Logik hier. Leiter hochklettern. So, los. Oh Gott. Ich dachte schon, es hängt. Oha. Okay. Was ist das jetzt? Private Villa, viertes Obergeschoss. Enzyklopädien und Chemielexika. Ein Zeitungsausschnitt. Aha. Gut, Freunde, lesen wir direkt mal. Ein zehnjähriges Wunderkind schaffte sein Examen als Jahrgangsbeste einer angesehenen Universität. Der international tätige Chemiekonzern Umbrella Chemical bot dem Mädchen darauf eine Stellung als Forschungsleiterin an. Geht's doch mal, Alexia? Würde mich mal interessieren. Das wäre wieder mal ein zu krasser Zufall. So, Enzyklopädien. Gibt's hier irgendwo irgendwas? Ich brauche Buddy. Oh, was liegt denn da? Guck mal da. Ha! Da liegt Munition. Sehr schön. Die brauchen wir. Ganz dringend sogar. So, was ist das hier? Da sagt sie gar nichts zu. Da kann man speichern. Ist das eine Kiste? Ja, gut. Die kann man auch schieben, okay. Verschiedene Bücher. Ja, dann mal ein Farbband. Okay. Werde ich auch mal nutzen, um hier einfach mal zu speichern. Deswegen, ja, falls irgendwas schief gehen sollte, ne? So, Memory Card 1. So, Freunde, und ja, dann hoffe ich euch das. Das hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt, das Resident Evil Code Veronica. Es ist ja wirklich sehr spannend. Arbeitszimmer. Und ja, ich nehme das nach wie vor an diesem Sonntagabend auf hier. Kleine Geräte, nichts davon ist nützlich. Da oben liegt ein Buch. Okay. Da oben liegt ein Buch. Insektenpräparate sind ordentlich aufgestellt. Alles klar, verschiedene Bücher. Alles klar, liebe Leute, dann würde ich sagen, Claire schiebt die Kiste da an die Wand. Der klassische Schieberätselchen hier. Ja, ich liebe sowas. Resident Evil Style. Dann kommst du doch da oben an das Buch dran. Genau. Alfreds Memo. Meine Schwester Alexia ist ein Genie und dabei von überirdischer Schönheit. Aha, es geht also tatsächlich um Alexia hier. Sie bedeutet mir alles. Ich würde für sie jedes Hindernis aus dem Wege räumen und sogar mein Leben opfern. Für Alexia muss und werde ich den glorreichen Namen der Ashfords wieder aufleben lassen, der zu Zeiten meines Vaters Alexander entehrt worden ist. Zusammen werden wir die Ehre der Familie wiederherstellen. Sobald das erreicht ist, werde ich einen Palast errichten,
in dem sich nur Edelleute treffen dürfen. Aha, also das, wo wir gerade drinne sind. Und ich weiß nicht, ob wir eine Edelfrau sind, aber gut. Ich kann diesen ungewachsenen... Was? Ich kann diesen ungewaschenen... nicht gestatten, meine geliebte Alexia, der ich mein Leben gewidmet habe, zu sehen. Sie herrscht als Königin über die Welt und ich bin ihr Diener. Mein Gott, was für ein kranker Typ, ey. Das ist mein Traum und wie süß wird seine Erfüllung sein. Wenn ich das erreiche, wird es der Beweis meiner Liebe zu Alexia sein. Das ist der Zweck meines Daseins. Mein Gott. Alle anderen Leute sind völlig unwichtig und werden schon bald vor Alexia und mir das Knie beugen und sich im Staube winden. Meiner geliebten Alexia, gewidmet von Alfred Ashford. Ah! Luftwaffenausweis. Aha. Ah, okay. Aber ich glaube... Moment mal, da gab's doch draußen... Da gab's doch so eine Sache... Wo wir diese Ausweise einsetzen müssen. Oder irre ich mich da? Wir haben jetzt ja... Das waren tatsächlich auch drei Stück. Und wir haben jetzt drei Ausweise. Okay. Wir haben einen Luftwaffenausweis, Freunde. Das heißt, es geht weiter. Nur wie komme ich jetzt hier raus? Was soll das? Verdammt, einmal im Kreis gelaufen. Oh Mann. Ah, hier, okay. Ach ja, klar. So. Gut, dann geh wieder hier runter. Mensch. Und ja, liebe Freunde, wie gesagt, eine schöne, gemütliche Aufnahmesession am Sonntagabend. Und eine Cutscene. Oh. We meet each other at last. A pity I must say goodbye so soon. I am Alexia Ashford, for the pride of the Ashford family. I will kill you! Wait! What's going on? Steve! A secret door! After her! Are you okay? I'm fine. It's just a scratch. Ah ja. Das war also die wunderschöne Alexia und Steve ist eine coole Socke. Alles klar. Oh Gott, was haben wir denn jetzt hier? Ah, okay, wir sind in dem anderen Raum. Gott. Gott. This must be. Ach, da oben. Ja. Jo, geiler Kick. What just happened? Das frage ich mich auch. Was war? So there never was an Alexia after all. You mean he thinks he's two people? Okay, that's it. Let's get out of here. The self-destruct system has been that freak! Activated. He's trying to blow us all up along with the entire facility immediately. Come on. We gotta get to that airport. Right. Okay. Wir haben aber noch ein paar Bereiche, glaube ich, wo wir
noch nicht waren. Militärische Trainingsanlage, oder waren wir schon überall? Nee, guck mal. Oh, der Alarm ist irgendwie ziemlich spooky, muss ich sagen. Aber, ja? Oder waren wir doch schon überall? Ach du Scheiße. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier raus. Und wieder Richtung Flughafen. Okay, da wollte ich sowieso hin. Aber krass, was hatte der Elfrid jetzt am Ende für einen Krampf? Gab es diese Alexia nie? Ich will es gar nicht wissen eigentlich. Aber gut, boah, dieser Alarm hört sich irgendwie richtig, richtig scary an. So, richtig, richtig spooky. Und ja, hier fliegt gleich mal wieder alles in die Luft. Ganz im Resi-Style. Aber, liebe Freunde, ich glaube nicht, dass was das mit dem Spiel schon war. Um ehrlich zu sein, nein, Freunde. Ich glaube nicht. Da kommt noch mehr. Das kann es jetzt noch nicht gewesen sein. Ja, ihr wieder. Aua! Ja, lass mich los. Ach du. Du bist Goldvieh, ey. Echt. Wartet mal. Geh mal zurück. Ist da oben ein rotes Kraut? Ach, guck mal, was da in der Ecke ist. Ja, toll. Aua, lass mich. Aua, oh Gott. Rotes Kraut. Voll übersehen und ich kann keinem Items mehr nehmen. Ach, shit. Das ist jetzt natürlich... Wartet mal. Kombiniere damit... Okay, und dann schieß halt dreimal. So. Verdammt, nicht getroffen. Oh, shit. Oh, Gott. Diese Dinger. Oh, Gott. Und das alles nur, weil ich dieses rote Kraut haben will. Das kann's doch nicht sein. So, nimm das rote Kraut. Boah, Mann. Ihr nervt mich aber auch. So, aber wir sind wieder im grünen Zustand. Oh, Gott. Das ist die Hauptsache, Freunde. Wir sind wieder im grünen Bereich hier. Hat daneben geschlagen. Haha, ihr seid so doof. Alles klar, hier muss ich nie wieder hin. Gott sei Dank, ey. Alles klar, aber wie gesagt, Freunde, haben wir in der militärischen... Ah, jetzt ist ja auch dieser blöde Alarm. Haben wir in der militärischen Trainingsanlage alles gesehen? Das ist hier überall dieser gruselige Alarm. Boah, ey. Oh ja, hier leuchtet es jetzt auch noch schön rot. Okay. Oh Mann, aber wenigstens im Safe-Raum, oder? Gebt mir wenigstens den Safe-Raum, Leute. Nein, die geben sie mir auch nicht. Oh, verdammt. Verdammt. So, dann räumen wir mal ein bisschen auf. Farbbänder? Genau. Ihr seht's, ne? Wir haben drei Ausweise. Ich würde die jetzt einfach mal alle drei mitnehmen. Das kann da rein. Dann können wir die nämlich beide nämlich zusammenmischen. Kombination. So. Dann haben wir diese drei Ausweise. So. Die Emblemkarte. Die werden wir doch nochmal brauchen. Die Emblemkarte. Militärische Trainingsanlage. Ich glaube... Ja, genau, da unten haben wir noch eine Tür, aber das ist nur eine Abkürzung. Diese militärische Anlage. Die ist aber auch komplett so wie das... Ah, okay, ja. Das da... Da waren wir aber auch schon. Also es sieht tatsächlich so aus, als hätten wir diese Trainingsanlage abgeschlossen. Wie mit unserer Null-Muni. Wartet mal, die Prozentwaffe kann raus. Gut, dann müssen wir tatsächlich unten beim Flughafen weitermachen. Stimmt ja. Wir haben noch unsere Explosivpfeile.
Nimm mal die Armbrust wieder mit. Ich hab lieber eine Waffe. Ah! Und wir haben den noch, okay. Wir nehmen lieber die Armbrust mit. Und rüste die aus. Oder die. Mach hier Kombi. Damit und dann haben wir die Armbrust. Kombi. Hiermit. So, wunderbar. Dann haben wir wieder 3 Menüplätze. Und wir müssen hier weg. Alles klar. Aber ich glaube, wir werden diese Karte auch noch los. Boah, der Alarm hört sich schrecklich an, Freunde. Der Alarm hört sich richtig schrecklich an. Am besten einfach hier raus, Leute. Einfach raus hier. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es das da mit dem Spiel schon war. Das wäre zu kurz, muss ich sagen. Das wäre viel zu kurz. Gut. Ach, jetzt hier auch. Oh. Da bist du. Steve. Those must be the remaining survivors. We'd better get out of here too. Right. Let's go. Oh. Jetzt noch mit einer geilen Mucke hier, okay. Gut, wir haben andere Flugzeuge gesehen. Ich muss hier schnell raus. Verdammt. Okay, ich komme nicht mehr in die Anlage. Ah, verdammt. Aber ist in Ordnung. Ich glaube, in der Trainingsanlage war tatsächlich nur noch... Diese eine Karte, die haben wir nämlich nur noch, weil wir da oben in dieser Leiter da... ich kann es jetzt nicht beschreiben. Wartet mal. Kann ich mal eine Maus irgendwie nehmen? Funktioniert das? So. Wir haben ja hier... Ich habe jetzt meine Maus hier. Ich weiß nicht, ob ihr die seht. Aber wir haben ja hier diese Leiter. Und da würden wir dann hier unten rauskommen und dann hier die Tür aufmachen. Aber das wäre nur eine Abkürzung. Von daher brauchen wir das nicht mehr zu machen. Sondern wir können hier weg. Okay. Das heißt, wir müssen hier weg. Self-Destruct-System. Ja, das kennen wir doch. Das kennen wir doch von allen bisherigen Resi-Teilen. Das Self-Destruct-System, ja. Okay. Los, ab ins U-Boot. So. Ja. Dann mach hinne. Dreh das Ding. Danke, Steve. Alles klar, das ist sehr spannend jetzt gerade. Sehr cool. Alles klar. Habt ihr euch nichts zu sagen? Gefangener 267. Ihr habt euch nichts zu sagen, okay. Ich wollte schon sagen, ey, bleib du nur hängen, Spiel. Alles klar. Freunde, wir sind wieder beim Unterwasserflughafen. Der haut einfach vor uns ab, ne? Ja. Okay. Wir sind wieder beim Unterwasserflughafen. So. Flughafen 1F. So. Ich weiß jetzt halt nicht... Die Musik, die drängelt mich jetzt gerade ein bisschen. Aber ich renn ihm jetzt einfach mal nach. Boah, geiler Soundtrack. Ich mag sowas ja voll. Gut. Hier war doch auch noch eine Zombies. Das kann doch jetzt... Nein. Ah, wartet mal, was liegt denn da auf dem... Da liegt nichts, okay. Ja, jetzt haut mir doch mal ab mit den Zombies. Oh Gott. Einfach hier hin. Ich habe keine Ahnung. Also hier lag auf jeden Fall, glaube ich, noch Mutti irgendwo, ne? Oder einen Schrank oder so, wo man... Oh, hier geht's schon weiter. Hier geht's schon weiter. Okay. Vielleicht das Kontrollsystem des Flughafens. Leite Strom zum Bordlift. Den Schalter betätigen? Ja, mach mal. So. Ha, guck mal. Da müssen wir tatsächlich diese drei Dinger einsetzen. Aber
Ich würde... Gibt's hier nicht einen Safe-Raum? Oder eine Kiste? Wartet mal. Bevor wir hier abhauen. Ich will nochmal zurück. Ich weiß, das ist total bescheuert. Aber ich möchte kurz gucken, ob da hinten noch was ist. Jetzt an den scheiß Zombies nochmal vorbei hier. Okay, aber da, an denen können wir ja vorbeirennen. Das ist ja kein Thema. Außer an dem hier vor... Ah, doch, okay. Oh, okay. Ich möchte gucken, bevor wir hier abhauen, ob hier tatsächlich wirklich noch was ist. Mensch. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass da irgendwas passiert. Und wir dann, ja, Problem haben. Weil ich würde gerne eine schwerere Waffe mitnehmen. Ich weiß nicht warum. Können wir jetzt hier irgendwas machen? Ich möchte das noch wissen, Freunde. Können wir hier irgendwas machen? So, hier oder so? Funktioniert nicht. Okay. Wahrscheinlich durch Ladung versperrt. Aber hier ist da auch noch eine Tür. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Hier ist da auch noch eine Tür. Ein Aufzug. Genau, ein Aufzug. Oder waren wir hier schon? Ach, verdammt. Hier waren wir schon, ne? Da ist jetzt noch mal eine Tür. Okay. Wie gesagt, ich bin mir unsicher, ob wir hier noch irgendwie speichern können oder so. Weil ich habe irgendwie Angst. So, was ist das hier? Kontrolltafel für die Hebebrücke. Der Steuerhebel fehlt. Ach so, okay. Na gut. Dann haben wir hier erstmal nichts zu tun. Oh Mann. Ich hab nur meine Armbrust dabei, ne? Wartet mal. Ich hab nur meine Armbrust dabei und eine Pistole. Ja gut, egal. Ich hab irgendwie Schiss, dass hier ein großes Vieh kommt, weil Alfred auch, ja. Wie soll man sagen? Er hat Schiss gekriegt. Und wenn Alfred Schiss kriegt, das soll schon was heißen. Wartet mal. Ich würde irgendwie gern den Granatenwerfer samt Munition holen. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall würde ich... Und ich würde auch gerne nochmal die Karte ablegen. Steve, du musst mal kurz auf uns warten. Sorry. Aber ich würde gerne den Granatenwerfer holen. Ich weiß auch nicht. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Oh Gott, nein! Oh, nicht beißen lassen hier. Nicht beißen lassen. Ich hoffe, dass wir da nochmal hochkommen. Aber müssen wir ja. Müssen wir ja eigentlich können, um die Ausweise abzuholen, ne? Okay, aber... Wie gesagt, Freunde, das wird jetzt ein bisschen gelaufen. Weil wir da jetzt nochmal hoch müssen. Hier ist eine Leiter, ja. Geh rein da, los. Geh rein ins U-Boot. Wieder hoch. Kurz in den Safe-Raum gehen. Ja, bewegt den Hebel. Puh. Was ein Stress. Was ein Stress, Freunde. Aber hey. Fortschritt ist da. Ich weiß, wo wir hin müssen. So. Da sind wir. Wie gesagt, noch einmal kurz in die Villa in den Safe-Raum. Talk. Talk. Ist es so blöd. Ach, jetzt bist du... Wow, das Wasser hier. Schau dich das mal an. Am Steuerrad drehen. Ja, mach mal. Ach, das dauert jetzt wieder Ewigkeiten, ne? Ach, Freunde. Wir haben doch keine Zeit dafür. Hättest du auch einfach drüber springen können. Naja, gut. Gut. Wie gesagt, holen wir uns den Granatenwerfer. Samt Munition. Vor allem, ich möchte auch gerne diese grüne Munition mitnehmen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass da eine Biowaffe kommt. Weil wenn selbst Alfred da drin steckt, bei dieser Waffe, kann das ja nur Biowaffe sein, ne? Alles klar. Gut. Dann einmal bitte hier hoch. So.
Dieser Alarm ist ziemlich scary, wie gesagt, aber... So, wir haben jetzt eigentlich Folgenende, aber das machen wir noch schnell, so. Ich werde jetzt das Teil mitnehmen. Die Karte werde ich ablegen, weil die brauchen wir definitiv nicht mehr. Und... Ja. Nein, die Heilung werde ich brauchen. Ich nehme den Granatwerfer mit. Nur eine Heilung? So, dann hätte ich gerne die. Und die auf jeden Fall. Ah, das passt nämlich nicht alles rein, seht ihr? Aber wir werden ja gleich drei Items los. Voll overpowered, wie ich jetzt hier rumlaufe. Aber ich würde sagen, ich nehme mir noch eine Heilung mit. Ich habe irgendwie Schiss. Gut, raus hier. Jetzt aber endgültig raus hier. Hier dieser komische Herzschlag. Aber ich glaube, der hat nichts zu sagen. Self-Destruct System. Gut, Freunde, dann machen wir. Gehen wir noch zum Flughafen runter wieder. Wir sind jetzt top ausgerüstet hier. Und da bin ich mal gespannt, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Spiel dann vorbei ist, wenn wir hier entkommen. Glaube ich nicht. Dafür ist das Spiel, denke ich mal, zu groß. Gut. Lauf, 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 lauf. Stress. Das ist gerade richtiger Stress hier. Aber gut. Alles klar. So, wieder runter. Steuerrad drehen, jo. Und dann können wir endgültig weg hier. Ah, Gott sei Dank. So, und direkt hier rein. Keine Zeit verlieren. Keine Zeit verlieren. Das ist aber auch umständlich, dahin zu kommen, ja? Hebel bewegen. So. Ja, wir fahren runter. Sehr schön. Bis jetzt auch das Spiel ohne wirklichen Absturz, ne? Ich bin überrascht. Also ein paar von euch hatten ja die Befürchtung, dass das Spiel abstürzen wird und Bugs hat. Ist bei mir nicht so. Bis jetzt nicht. Also toi toi toi, auch auf meiner Kiste. Meinem Rechner. Läuft das Spiel ziemlich gut, muss ich sagen. So, Freunde. So. Wieder hier vorbei. So. Oh Gott, ey. Ich werde von diesem Alarm träumen heute Nacht. Und jetzt sind wir wieder hier in dem Zombie-Raum. Kommen wir hier nochmal vorbei jetzt? Ja, wir kommen vorbei, okay. Das heißt, hier müssen wir nie wieder hin. Deswegen werde ich Zombies auch leben lassen. Wir haben gerade ein bisschen Munitionsarmut, deswegen... So, Freunde, würde ich einfach mal sagen... Ja, beim nächsten Mal werden wir dann hier die Hausweise einsetzen. Eine Kontrolltafel für den Lift. Nein. Und hier sehen wir schon ein Flugzeug, was auf uns wartet. Hier, Wasserflugzeug. Alles klar, liebe Leute. Dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter, den Kanal. Und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.